Erfolgreich bewerben von Heinz Bader. Heute mit dem Thema Brücken bauen. Bei jedem Unternehmen, das offene Stellen ausschreibt, trifft eine oft unüberschaubare Vielzahl an Bewerbungen ein. Wer bei solcher Konkurrenz mindestens in die zweite Runde kommen will, muss sich mit seiner Bewerbung positiv von der Masse und den anderen abheben. Denn bei ähnlichen Qualifikationen und vergleichbaren Erfahrungen fällt die Entscheidung zugunsten der Bewerbung, die am überzeugendsten und professionellsten aufgemacht ist. Dabei geht es keinesfalls um das Motto Auffallen um jeden Preis, beispielsweise durch willkürlich eingesetzt schrille Farben, bunte Schriften oder Sonderformate. Es kommt auf die sinnvolle Verbindung von ansprechender Aufmachung und überzeugendem Inhalt an. Überzeugende Kommunikation mit dem Brückenprinzip bedeutet das. Das Brückenprinzip ist eine Technik, die aus der Überzeugungsrhetorik stammt und die Sie auch für Ihre Bewerbung nutzen können. Sie ist denkbar einfach und besagt, mit wem Sie ein Stück gehen, der wird eher bereit sein, auch ein Stück mit Ihnen zu gehen. Es hilft also, wenn Sie Brücken bauen und Ihr Einfühlungsvermögen nutzen, um ein Stück auf das Unternehmen zuzugehen und deutlich zu machen, dass Sie den Weg kennen und ihn gern gemeinsam beschreiten möchten. Denn damit stärken Sie die Motivation des Entscheidungsträgers, gerade Sie zu einem weiterführenden Gespräch einzuladen. Es gibt verschiedene Wege, um schon im Bewerbungsschreiben Brücken zu Ihrem neuen Arbeitgeber zu schlagen. Die Voraussetzung dafür ist, dass Sie zunächst gedanklich die Perspektive des Bewerbungsempfängers einnehmen. Oder wir sagen gedanklich, sich auf dessen Stuhl zu sitzen. Jedes Unternehmen, das eine Stelle ausschreibt, wünscht sich Bewerber, die zur Firma passen und die sich mit ihr identifizieren. Machen Sie deutlich, dass Sie sich aus gutem Grund für die Bewerbung bei gerade diesem Unternehmen entschieden haben. So schaffen Sie mit Ihrer Bewerbung eine Verbindung zwischen Ihrem potenziellen Arbeitgeber und Ihrer eigenen Person. Damit unterscheiden Sie sich sofort von allen anderen Bewerbern, die ausschließlich von sich selbst und von ihrer Qualifikation schreiben und berichten. Orientieren Sie sich doch an der Stellenausschreibung. Eine sehr einfach zu bauende Brücke ist die zwischen der Stellenanzeige des Unternehmens und Ihrer Bewerbung. Bei der Lektüre des Stellenmarktes, der einschlägigen Tagespresse oder auch bei Online-Ausschreibungen haben Sie es bestimmt schon gemerkt. Viele Anzeigen folgen einem wiederkehrenden Muster. Erstens, wir suchen. Zweitens, Ihre Aufgaben. Drittens, Ihr Profil oder Ihre Qualifikation. Und viertens, unser Angebot, wir bieten Ihnen. Wenn Sie das eigene Anschreiben an die Gliederung der Anzeige orientieren, setzen Sie sich mit Ihrer Bewerbung wohltuend von gängigen Begleitbriefformulierungen à la hiermit bewerbe ich mich um die von Ihnen ausgeschriebene Stelle ab. Wer sich in Anschreiben und Lebenslauf auf alle genannten Punkte bezieht, macht deutlich, ich habe mich ganz genau mit Ihren Erwartungen auseinandergesetzt. Und nun die Anleitung zur Umsetzung. Schreiben Sie beispielsweise schon in der Betreffzeile. Sie suchen einen versierten Kraftfahrzeugingenieur. Erläutern Sie
unter den selbstbewusst formulierten Gliederungspunkten meine Aufgaben, aus welchen Gründen Sie der Meinung sind, die ausgeschriebenen Tätigkeiten zum optimalen Unternehmensnutzen ausführen zu können. Nennen Sie Ihre Abschlüsse, Ihre Erfahrung und wichtige Schlüsselqualifikationen unter dem Punkt Mein Profil und stellen Sie immer wieder den Bezug, und das ist ganz wichtig, zum Unternehmen her. Der Sprachstil ist eine weitere Möglichkeit, um eine Brücke zum Leser Ihrer Bewerbung zu bauen. In einem Handwerksbetrieb wird eine andere Sprache als in einem Weltkonzern gesprochen, auch wenn beides Deutsch ist. Fühlen Sie sich in die firmenspezifische Sprache ein. Machen Sie sich diese Sprache zu eigen und spiegeln Sie sie zurück. Dann sticht Ihre Bewerbung selbst in der dezentesten Mappe aus dem Stapel heraus und erreicht den Empfänger im umfassendsten Sinne des Wortes. Hinweise zum unternehmensüblichen Sprachstil finden Sie beispielsweise in der Internetdarstellung, in Werbebroschüren und bei Gelegenheiten auch im Gespräch, Telefon oder des persönlichen Gesprächs mit einem Mitarbeiter des Unternehmens. Spielen Sie auch mit werblichen Aussagen der Firma. Werbeaussagen von Firmen gibt es wie Sand am Meer. Diese als Aufhänger in Ihrer Bewerbung zu nutzen, ist eine weitere Möglichkeit zum Brückenbau. Sie können mit dieser Variante ganz unaufdringlich beweisen, dass Sie die Sprache des Unternehmens nicht nur kennen, sondern dass Sie sich mit ihr identifizieren. Über passende Slogans und Claims stolpern Sie ganz automatisch, wenn Sie sich genauer über Ihren potenziellen Arbeitgeber informieren. Doch Vorsicht! Ihr Sprachspiel darf nicht als grobe Verballhornung missverstanden werden. Ein Slogan einer großen deutschen Sparkasse besagt: Ich will eine First-Class-Geldanlage. In der Betreffzeile Ihres Anschreibens könnten Sie beispielsweise mit einer Ansage "Ich will eine First-Class-Ausbildung" punkten. Der Bosch-Konzern schreibt auf der Karriereseite der Firmenseite: Wir machen Bosch, machen Sie mit. Hier mietet sich als Betreffzeile ein "Sie machen Bosch, ich möchte mitmachen" an, um die Aufmerksamkeit des Bosch-Personalers zu wecken. Nehmen Sie Bezug auf Aktivitäten des Unternehmens. Lesen Sie die Inhalte von Werbemedien gründlich durch und streichen Sie sich die Dinge an, die Sie besonders interessieren. Und schon finden Sie geeignete Projekte und Informationen, auf die Sie in Ihrem Anschreiben Bezug nehmen können. Auch zu ganz kleinen Firmen können Sie auf diese Weise Brücken schlagen. Bei mittelständischen Unternehmen aus Ihrer Umgebung können Sie sich in Ihrer Bewerbung beispielsweise auf Firmenaktivitäten beziehen. Wenn Sie Veranstaltungen oder Produkte positiv erwähnen und damit die Brücke zu Ihrer Bewerbung schlagen, demonstrieren Sie Nähe zwischen Ihnen und dem Unternehmen. Verwenden Sie zum Beispiel eine Formulierung wie: Auf Ihrer Internetseite habe ich gelesen, dass Ihr Unternehmen mit einem Fair Company Preis ausgezeichnet wurde. Wer würde nicht gerne für solch ein Unternehmen arbeiten? Ein Grund mehr, Ihnen meine Bewerbung zu schicken. Auf einen Blick, zum Beispiel Beispiele, wie ein Anschreiben beginnen kann. Die ersten Sätze Ihrer Bewerbung sind von entscheidender Bedeutung für das Interesse, das man Ihnen entgegenbringt. Langweilen Sie, landet Ihre Mappe sofort auf dem Stapel Absagen. Im Folgenden finden Sie zwei Vorschläge für den Einstieg,
der oder die Sie leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Beispiel 1: Bewerbung bei einem Anbieter für Weiterbildungsseminare. Seit ich bei einem Ihrer Seminare in München mitgemacht habe, denke ich begeistert. Da möchte ich mitmachen, mitreden und mitdenken. Daher bewerbe ich mich bei Ihnen. Oder Beispiel 2: Bewerbung bei einer kleinen Schreinerei. Sie haben die neue Treppe in unserem Rathaus gebaut. Deshalb denke ich immer wieder an Ihr Unternehmen. Da ich gern an einer der nächsten Treppen mitbauen möchte, bewerbe ich mich bei Ihnen. Probieren Sie die genannten Tipps bei Ihren nächsten Bewerbungen aus. Sie werden Ihre Chance auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bestimmt deutlich erhöhen. Selbst wenn sich vor dem Fenster des Personalleiters die Bewerbungsmappen bis in unendliche Stockwerke stapeln.